Mein Name ist Inge Glaser, ich wohne in Berlin-Mitte und habe dieses Fahrzeug Anfang des Jahres 2021 gekauft. Aus dem einfachen Grunde, weil ich mein Auto zum Anfang des Jahres abgemeldet habe und für meine jetzigen Fahrbedürfnisse dieses Fahrzeug völlig ausreichend ist. Es dient mir vor allen Dingen für kürzere Wegstrecken, einkaufen zu fahren, zum Arzt zu fahren, kleinere Erledigungen zu machen, also nicht länger als 10 Kilometer. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Die Versicherung hat mir dann auch das Nummernschild per Post zugeschickt und das habe ich selber ans Fahrzeug angebracht. Und damit war die Sache Anmeldung erledigt. Steuerliche Anmeldung ist nicht nötig. Andere Versicherungen braucht man auch nicht. Also war alles klar. Ja, also für mich als ehemaligen Autofahrer war die Umstellung auf dieses Fahrzeug nicht ganz einfach, weil ich in meinem Leben nie Motorrad gefahren bin. Das heißt, das Gasgeben mit der Hand und das Bremsen mit der Hand war ich nicht gewöhnt. Am Anfang habe ich immer kräftig gegen das Bodenbrett getreten, wenn ich bremsen wollte. Inzwischen habe ich mich sehr daran gewöhnt. Das Lenken macht mir kein Problem, aber wie gesagt, das war gewöhnungsbedürftig für mich als Autofahrer. Ja, ein Problem stellte sich für mich heraus, das Thema Laden. In einem Mehrfamilien-, also in einem Wohnblock, ist es schwierig, wenn man nicht im Erdgeschoss wohnt, einen Anschluss für das Fahrzeug zu finden. Aber es gibt die rechtliche Regelung, dass jeder Mieter das Recht hat, von seinem Vermieter zu verlangen, so eine Wallbox anbringen zu lassen, wo er laden kann. Und dabei bin ich jetzt gerade, das mit der Wohnungsbaugesellschaft zu vereinbaren, dass das erledigt wird. Und parken darf ich hier auf dem Hof. Und das ist allgemein akzeptiert, auch von der Wohnungsverwaltung. Und das Zweite ist, dass so wie Motorräder und Mopeds man auch an manchen Stellen auf dem Gehweg parken kann oder außerhalb der Straße. Das heißt, Parkplatz ist kein Problem. Bei Supermärkten ist meistens ein Fleck, wo man auch Motorräder und Mopeds abstellen kann. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Der Innenraum des Fahrzeuges ist ausreichend für meinen Bedarf. Man kann genügend Einkäufe unterbringen. Das ist kein Problem. Ich habe sogar schon mal jemanden mitgenommen auf der Rückbank. Das ist auch möglich. Ist natürlich nicht, für wenn es ein größerer Mensch ist, ist es nicht gerade praktisch, aber es geht. Was schön ist, das Einsteigen ist ein ganz bequemes, da ich gehbehindert bin, ist mir das sehr gut, dass es hier relativ niedrig ist, der Einstieg. Die anderen Elektrofahrstühle für Gehbehinderte, die sind meistens ja offen. Das Geschlossene war schon ein ganz wichtiger Aspekt für die Auswahl des Fahrzeuges. Und das macht sich auch bezahlt. Ich habe auch schon prasselnden Regen hier drin erlebt, aber man ist gut geschützt. Und zu den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es für mich doch relativ schwierig zu kommen, weil ich so weit nicht laufen kann. Und ohne Auto ist das Fahrzeug für mich die Verbindung zur Außenwelt. Also es ist für mich ganz, ganz wichtig. Damit bin ich, also muss ich nicht mehr immer überlegen, nehme ich mir jetzt ein Taxi oder lasse ich es lieber sein. Wenn ich möchte, steige ich ein und fahre los. Das ist schon ganz schön bequem.